Cecilie? Mein teures Herz. Darf ich dich etwas fragen? Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Was macht eine Frau, die zwei zu anständige Männer hat? Sie geht mit einem Dritten durch. Wo ist Frau Dukat? Er braut seit zwei Stunden eine Bowle. Oh. Eine Abschiedsbowle. Herr Peter reist morgen früh. Das war ein kurzer Besuch. Ja? Hoffentlich nimmt Ottokar nicht zu viel Früchte in die Bowle. Du weißt, dass sie mir nicht bekommen. Du brauchst sie nicht alle alleine zu essen, Tante Ottilie. Aber man versagt sie sich leichter, wenn man sie gar nicht erst zu Gesicht bekommt. Zum Unterschied von den meisten Frauen, die man sich leichter versagt, wenn man sie zu Gesicht bekommt. Möchtest du kosten, Tante Ottilie? An ihren Bohlen sollt ihr sie erkennen. Ich weiß im Voraus, sie wird zu solide sein. Es wird ihr der letzte Schnörkel fehlen. Werde ihr einen Cognac zusetzen? Ja, du kannst dir auch zwei zusetzen. Was meinst du, Tante Ottilie? Soll ein Mann seine Frau auf die Probe stellen? Niemals, mein Kind. Es wäre immerhin möglich, dass sie die Probe besteht. Dann büßt sie den letzten erotischen Nimbus ein, den sie möglicherweise bei ihrem Mann noch besaß. Wie geistreich du bist, Tante Ottilie. Es ist nicht besonders geistreich, Geist zu zeigen, wenn man welchen hat. Es ist sogar ein wenig rücksichtslos anderen Leuten gegenüber, mein lieber Ottokar. Die Bowle ist gut. Du meinst also, Tante Ottilie, ein Mann soll seine Frau nicht auf die Probe stellen. Du hörtest das ja, mein Kind? Nein. Es wäre wohl auch zu gefährlich. Für den Mann oder die Frau? Für beide. Guten Abend. Ach, Herr Peter, Sie kommen gerade recht, Ihr geschätztes Urteil abzugeben. Bitte zu probieren. Ich verstehe nicht viel von Bohlen. Dann sind Sie wohl auch kein Dichter. Nur so viel weiß ich von Bohlen, dass man nie weiß, wann man von ihnen genug hat. Zum Unterschied von den meisten Dichtern, bei denen man es genau weiß. Sie brauchen sich nicht beleidigt zu fühlen, ich kenne Ihre Stücke nicht. Sehr liebenswürdig. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Hat der Peter auch alles behalten? Ja. Wann? Um 11. Gib mir noch etwas Kohle mit. Wo? Am Bach. Aber mit vielen Früchten, mein teures Herz, damit ich mich daran gewöhne. Aber? Der Auftrag. Noch nicht zurückgegeben? Nein. Dann wird es höchste Zeit. Ich lasse euch allein. Aber du kommst doch wieder, Tante Ottilie. Sobald der